gefällig stramm vor dem Großversandprogramm aus dem Hause Schnick und Schnack. Hände in die Hosen naht, Schlappschwanz vom Konsumsoldat, aufräumen mit diesem Pack. Die Verdauungsinspektion liefert uns die Täter schon, er wird strengstens kontrolliert. Wer nicht nach Verordnung kauft, fritzt und kotzt und scheißt und sauft, wird umgehend arretiert. KZ für den, der den Einkauf verweigert. KZ für den, der den Umsatz nicht steigert. KZ Konsumzwang. KZ für den, der kein Auto bewilligt. KZ für die, die den Zubau nicht billigt. KZ Konsumzwang. Die neue Rechte, das ist die Werbe-SS. Wir grüßen nur mehr mit Heilmasse. Die neuen Maße, das sind die Sterbe-PS. Es gilt das Kommando, verprasse! ZK muss der sich etwas beschränkt hat. ZK muss der sich Stillstand geschenkt hat. ZK zur Kasse! KZ für die, die mit Treibstoffen sparen. KZ für die, die nicht pausenlos fahren. KZ Konsumzwang. KZ für die mit der Angst vor Hormonen. KZ für die, die sich kostenlos schonen. KZ Konsumzwang. Die neue Rechte, das ist die Zahlen-SS. Wir lieben nur mehr das, was Plus macht. Die neue Rechte, das ist die Strahlen-SS. Wir bauen nur mehr das, was Schluss macht. ZK mit uns der Natur den Gestirnen. ZK mit uns den es pocht in den Hirnen. Zur Kasse, zur Masse, für jegliche Klasse. KZ Konsumzwang. Nach der Untersuchung der Wichtigkeit des Computers in der Kindererziehung landen die beiden beim Thema Bildungspolitik.